Gemeinschaftsschule so lernen. Kommt mit! Bei uns an der Sichelschule hat jeder Schüler ein Lerntagebuch. Das erkläre ich euch jetzt. Am Anfang hat man die Wochen und die To-Do-Liste. In der To-Do-Liste schreibt man rein, was man noch nicht fertig hat. Und in den Wochen schreibt man rein, was man im Fach gerade gemacht hat. Hallo Anna. Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut. Gut. Wie war denn deine letzte Woche so? Also eigentlich ganz gut. Ganz gut. Ich habe mein Ziel der Woche erreicht. Ja, das freut mich. Und du hast auch deine Wochenübersicht komplett ausgefüllt. Ja. Du hast unterschrieben, dann unterschreibe ich jetzt gleich auch noch. Ich finde es gut, dass man beim Coaching über Ziele und Erfolge reden kann. Zum Beispiel Ziele, wenn man auf einer höheren Niveaustufe arbeiten möchte. Mir gefällt an der Sichelschule besonders das Coaching, weil man beim Coaching mit seinem Coachinglehrer und dem Lerntagebuch raus auf den Flur geht und dann bespricht man mit ihm Dinge unter vier Augen. Im Coaching kann man Sachen besprechen, die man im Klassenzimmer nicht vor den anderen sagen tut. Und deswegen mag ich Coaching. Als Lehrerin an der Sichelschule gefällt mir besonders, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Schülerinnen und Schüler in ihren Stärken und auch in ihren Schwächen entsprechend zu fördern, vor allem durch die Möglichkeit des Coachings. So sind wir besonders nah an den Kindern dran und können entsprechend intervenieren, je nach Bedarf. Und haben auch ein besonderes Verhältnis zu den Kindern, das mir besonders gefällt. Wir stehen jetzt gerade vor dem Lernatelier und da muss man immer besonders leise sein. Wenn man hierher kommt, will man ruhig und ungestört arbeiten. So, wir werfen jetzt einen Blick rein und wir müssen da sehr, sehr leise sein. Wir sind jetzt hier im Lernatelier. Wenn man reinkommt, muss man sich erstmal anmelden, dass man halt da ist und da war. Hier kann man im Stehen und im Sitzen arbeiten. Man hat Computer, falls man da irgendwas vorbereiten muss. Ich finde es auch gut, dass es im Lernatelier schon ruhig ist und dass man sich konzentrieren kann. Wir haben auf der Sichelschule drei verschiedene Niveaustufen, und zwar einmal das grundlegende Niveau, das mittlere Niveau und das erweiterte Niveau. Und das Coole finde ich, dass man in jedem Fach ein anderes Niveau nehmen kann. Zum Beispiel kann man in Mathe auf E-Niveau arbeiten und in Deutsch auf G-Niveau. Ich finde es gut, dass man auf unterschiedlichen Niveaustufen arbeiten kann, weil zum Beispiel in Religion, da kann ich dann einfach auf E-Niveau schreiben und zum Beispiel in Geschichte, da kann man dann auf M-Niveau schreiben oder auf G-Niveau, je nachdem, wie das Fach eben anliegt. Ich finde es auch gut, dass man sich zum Beispiel in einem Fach, dass man zum Beispiel auf einem M-Niveau gearbeitet hat, auch steigern kann, dass man vielleicht besser wird und dann auf dem E-Niveau arbeitet. Mir gefällt an der Sichelschule, dass wir keine Hausaufgaben haben. Dafür haben wir das Fach Perle und da machen wir die Fächer wie Mathe, Deutsch und Englisch. Und wenn wir mit dem fertig sind, dürfen wir was anderes machen wie Geschichte. Perle bedeutet persönliches Lernen und da bekommt man auch mehr Hilfe, wie wenn man daheim ist. Wir in der Sichelschule sind eine gebundene Ganztagesschule, das heißt, wir haben dreimal Nachmittagsunterricht. Wie ihr sehen könnt, Montag, Dienstag und Donnerstag. Hallo, wir sind Annalena und Nele aus der 8a und wir stellen euch heute das Musikprofilfach vor. Und das Musikprofilfach wählt man in der 8. Klasse und im Gegensatz zu dem gemeinsamen Musikunterricht gibt es mehr Unterrichtsstunden in der Woche. Wir haben jetzt insgesamt drei. Im Schuljahresanfang durften wir auch zu einem Song unsere eigene Choreo machen und wir bearbeiten momentan unser eigenes Stück. Dazu gehören Melodie und Noten und alles, was zu einem guten Musikstück dazugehört. Und im Profilfach benutzen wir auch viel mehr Instrumente. Also mir gefällt am Musikprofilfach, dass wir unsere Instrumente vorstellen dürfen. Also ich spiele Klarinette.
und dass wir unsere eigene Choreo gemacht haben und dazu getanzt haben. Mir gefällt am Musikprofilfach, dass wir unsere Instrumente mitnehmen können und ich spiele Klavier und dann kann ich dort auch vorspielen und dadurch kann ich dann auch die Noten besser lesen. Bei uns an der Schule gibt es keine Zeugnisse, sondern Lernentwicklungsberichte. Da gibt es keine ganzen Noten, keine 3, keine 4, sondern ganze Sätze. Darin wird genau beschrieben, was ihr dieses Jahr geleistet habt. Und mit diesen Lernentwicklungsberichten gibt es dann am Ende die Lernentwicklungsgespräche. Da setzen sich eure Lehrer mit euren Eltern und mit euch zusammen und besprechen die nächsten Ziele, die ihr in eurer Schullaufbahn erreichen könnt. Du kannst bei uns an der Schule folgende Abschlüsse machen. Hauptschulabschluss nach der 9. oder 10. Klasse, den Realschulabschluss nach der 10. Klasse und falls du in der 10. Klasse auf dem E-Niveau arbeitest, hast du die Möglichkeit, da danach auf die gymnasiale Oberstufe zu wechseln. Hallo, ich bin der Philipp und mache gerade meine 10. Klasse. Ja, und in meinen 5 Jahren hat mir am besten eigentlich gefallen, dass schwächere und stärkere Schüler hier an der Schule zusammenarbeiten in einem Klassenzimmer. Und dadurch können natürlich dann auch die stärkeren Schüler den schwächeren Schülern auch helfen. Hallo, ich bin der Matteo. Mir hat an der Schule ganz besonders gefallen, dass man neben dem Lernen sich auch eben für andere Schüler einsetzen kann. In Form zum Beispiel von einem Schulsanitäter. Das habe ich auch gemacht, habe davon ziemlich profitiert. Also im Prinzip sind es Schüler, die eine Sani-Ausbildung bekommen und die helfen den anderen Schülern, wenn sie sich verletzt haben. Wir sind die Vorsitzenden der Sichelschule Balingen und wir sind Patricia Sulzer und Monika Häuser-Laun. Ja, unsere Söhne gehen schon seit einigen Jahren hier an diese Schule. Hier haben sie Zeit, sich zu entwickeln. Und das Besondere an unserer Schule, hier haben wir Coaching für die Schüler, damit sie erfahren, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Und genau das brauchen sie doch im Leben.